Artus hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, ich wünsche Ihnen als erste Rednerin, die von Ihnen aufgerufen wird, für Ihre Amtszeit ein gutes Händchen, viel Erfolg und stets ein ausgleichendes und großzügiges Wesen. Sehr geehrte Herren und Damen, als in Deutschland 1911 der Internationale Frauentag das erste Mal gefeiert wurde, gab es noch kein Frauenwahlrecht. Das kam 1919. Jahrzehnte später folgten weitere Schritte, die Frauen Unabhängigkeit ermöglichten. Freie Wahl des Berufes, freie Wahl, sich vom Ehemann zu trennen, Vergewaltigung in der Ehe wurde unter Strafe gestellt. Und 1981 erkämpften die Heinze-Frauen in Gelsenkirchen vom Bundesarbeitsgericht das gleiche Entgelt wie ihre männlichen Kollegen. Sie waren die Wegbereiterin für den Anspruch auf Lohngerechtigkeit. Heute stellen wir fest, wir treten so gut wie auf der Stelle. Frauen verdienen trotz besserer Schulabschlüsse ein Viertel weniger als Männer und haben sehr viel geringere Chancen auf einen beruflichen Aufstieg. Je höher die Position, desto öfter ist sie von einem Mann besetzt. Je schlecht bezahlter der Job, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Frau ihn ausfüllt. Und sind sie zudem Migrantinnen oder behindert oder alleinerziehend oder in ihrer letzten Lebensphase, steigt ihr Armutsrisiko weiter. Männermacht wirkt sich auch lebensbedrohend aus. Für Frauen ist häusliche Gewalt nach wie vor das größte Gesundheitsrisiko. Und, wie wir gestern noch einmal eindrucksvoll bei der Präsentation des neuen Internetauftritts von Notruf erfahren haben, 6 bis 11 Frauen werden täglich in Hamburg schwer sexuell genötigt. In Hamburg wird jede Menge Geld ausgegeben, um die Folgen der Frauendiskriminierung abzumildern, zum Beispiel mit Frauenprojekten, Frauenhäusern oder auch der Arbeitsstelle Vielfalt. Nur an die Ursachen, da geht keiner so richtig konsequent ran. Im Gegenteil, die Freie und Hansestadt Hamburg sorgt nicht einmal dafür, dass Frauen vernünftig bezahlt werden. So weigert sich der Senat bislang, eine Kostenzusage für den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst zu geben. Ebenso fatal wirkt sich der zu langsame Ausbau der Kita-Plätze, das sozial ungerechte Kita-Gesundheitsgutscheinsystem und die fehlende Rechtsverbindlichkeit in Hamburg auf einen Kita-Platz für Kinder in allen Altersgruppen aus. Der Pflegenotstand und die Privatisierung der Krankenhäuser wirken ebenfalls destruktiv auf Gleichstellungsbegehren. In die Daseinsvorsorge wird fast ausschließlich nur noch unter Wettbewerbsgesichtspunkten investiert. Die Frauenarbeitsplätze aber in diesem Bereich werden dadurch etwa nicht endlich höher bewertet oder besser bezahlt, sondern die Beschäftigten werden weiter ausgelaugt. Die Frauen haben endlich den Anteil an den Ressourcen der Gesellschaft zu erhalten, der ihnen zusteht. Es ist die Hälfte und nicht ein Viertel weniger. Es ist die Hälfte von allem, von den Jobs, vom Geld und von der Macht. Appelle und Sollregelungen in Gleichstellungsgesetzen reichen nicht aus. Das haben die vergangenen Jahre mehr als bewiesen. Daher hat die Fraktion Die Linke 2 Anträge in die Bürgerschaft gegeben. Der eine fordert ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, der andere die umfassende Überarbeitung des Gleichstellungsgesetzes im öffentlichen Dienst. Und für eine Kostenzusage zur Übernahme des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst haben wir für diese Bürgerschaftssitzung ebenfalls einen Antrag gestellt. Und nach wie vor fordern wir, den 8. März in Hamburg zu einem Feiertag zu erklären. Denn nur wenn der Kampf um die Frauenrechte eine herausragende Würdigung erhält, wird sich diese Gesellschaft wirklich nachhaltig verändern. Und ebenso fordern wir, ein Gender-Budgeting einzuführen, damit sich endlich auch der Haushalt an Geschlechtergesichtspunkten orientiert und die eingenommenen Steuern gerechter verteilt werden. Auch die SPD könnte vorbehaltlos unserem Antrag für ein Gleichstellungsgesetz unterstützen und muss keinen Zusatzantrag stellen. Im November hat euer Bundesparteitag in Dresden beschlossen, dass ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft endlich zu verwirklichen ist. Daher verstehe ich den Zusatzantrag überhaupt nicht. Es ist genug Zeit vergangen. Hamburg kann Vorreiterin bei der Geschlechtergerechtigkeit werden. Und wir werden Sie daran erinnern, wenn Sie diese Chance verpassen. Mit der Frauendiskriminierung muss endlich Schluss sein.